Hallo miteinander. Ich möchte heute darüber sprechen, wie man OSM-Daten, also OSM-Daten, in der Praxis sinnvoll und einfach nutzen kann. Am Anfang werde ich kurz über ein paar Anwendungen sprechen, die jetzt für Anführungszeichen Autonormal-User gedacht sind, und später werde ich darauf zu sprechen kommen, wie man an die eigentlichen Daten rankommt, den eigentlichen Schatz von OpenStreetMap. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber OpenStreetMap ist mittlerweile schon 10 Jahre alt, im Sommer, oder fast im Sommer wird das Jubiläum gefeiert. OpenStreetMap ist einfach erklärt eine freie Weltkarte nach dem Wiki-Prinzip. Also jeder kann mitmachen, jeder kann dazu beitragen, eine offene Weltkarte zu erstellen. Das Mitmachen bei OpenStreetMap ist wirklich einfach. Man benötigt nur einen Account, einen PC, einen internetfähigen PC und kann drauf los mappen. Als Hilfsmittel benötigt man, oder kann man unter Umständen noch ein Gerät verwenden oder Stift und Papier. Man geht einfach in die freie Natur raus und zeichnet sich auf, was man so sieht. Zum Beispiel Restaurants, Geschäfte und so weiter, oder Straßennamen, Hausnummern. Was man so möchte, braucht man auch, wenn man Lust hat. Wo sind wir dann zum Nutzen? Beschränkt sich traditionellerweise auf eine bestimmte Art von Applikation oder Anwendung. Zum Beispiel wären das Karten, Routenplaner oder andere Apps, zum Beispiel Smartphones. Ich stelle jetzt ein paar von meinen persönlichen Favoriten vor. Das, was jetzt kommt, ist sicher keine komplette Liste. An Online-Karten gibt es eine wirklich riesige Auswahl, kann man schon sagen. Neben der Standardkarte auf osm.org gibt es wirklich eine sehr große Auswahl an verschiedenen Karten, die sich jeweils auf verschiedene Spezialgebiete spezialisiert haben, zum Beispiel Straßenkarten oder Karten für Radfahrer, Karten für Wanderer, Mountainbiker, alles mögliche dabei. An gedruckten Karten ist aber noch etwas Aufholbedarf, wenn man ehrlich ist. Vielleicht kommt da in Zukunft was. An Routenplanern gibt es auch eine größere Auswahl. Diese Basis verwende ich für Auto-Routing, die Open Source Routing Machine unter osr.at und für das Fahrrad den Finder.org. Auch für GPS-Navigationsgeräte gibt es eine große Auswahl von Karten. Für verschiedene Länder und für verschiedene Einsatzzwecke. Zum Beispiel für das Wandern eine eigene Karte, wie für das Radfahren, für das Autofahren. Speziell hervorzuheben ist hier die Firma Garmin, die sich am wenigsten dagegen wehrt, dass jetzt offene Karten für ihre Geräte kommen. Für andere weiß ich nicht, ob es auch Karten gibt. Und natürlich gibt es auch für Smartphones diverse Apps. Diese verwende ich zum Beispiel OSM Ant, ist eine Anwendung, die so unter Anführungszeichen eierlegende Wollmilchsau für OSM ist. Die gibt es nur für Android, aber die kann wirklich alles: Karten darstellen, Routing, Karten offline, Karten online, verschiedene Sachen. Dann gibt es den Bike City Guide, der hier in Graz entwickelt wird. Der, wie der Name schon sagt, beschränkt sich darauf, Fahrradrouting in Städten anzubieten. Und von dem stammt auch der vorher schon erwähnte Finder.org, der Online-Router. Für Autorouting gibt es noch zu erwähnen MapFactor Navigator oder Scopelon. Das kostet allerdings etwas. Aber auch hier ist die Auswahl relativ groß. Okay, was aber, wenn man noch mehr machen möchte, wenn man sich jetzt für sein Lieblingsthema noch keine Online-Karte gefunden hat? Oder wenn man selbst Auswertungen machen möchte, oder selbst Visualisierungen oder interaktive Karten oder was auch immer. Traditionellerweise war das für OpenStreetMap nicht ganz so leicht, weil man üblicherweise sich entweder die ganzen Daten von ganz OpenStreetMap, von der ganzen Welt heruntergeladen hat, oder für ein Extrakt von einem Land oder einer Stadt, was aber auch immer mit einem relativ großen Download und Speicherproblem oder verknüpft ist. Man kann einfach nicht
kurzfristig etwas machen. Man muss immer schon vorausgeplant haben, eine Datenbank aufsetzen und so weiter. Aber mittlerweile ist das auch einfach, fast so einfach wie das Mappen, dank der sogenannten Europass-API. Das ist einfach, kurz gesagt, ein Datenfilterwerkzeug für OSM, eine spezielle Datenbank mit einer speziellen Abfragesprache, in der man auf beliebige Teile von OpenStreetMap zugreifen kann. Am besten, glaube ich, beschreibt das folgende Zitat. Es hat sich nämlich gezeigt, dass OSM seit OpenStreetMap ein anderes ist, eine Datenbank, die nicht nur annimmt, sondern auch valide Daten ausprobiert. Das stand von einem Kollegen, einem anderen OpenStreetMapper. Was aber die Europass-API lange nicht hatte, war eine brauchbare Benutzeroberfläche. Das hat sich vor etwas mehr als einem Jahr jetzt geändert. Dank dem Tool Europass Turbo, das befindet sich unter europass-turbo.eu, ist eine webbasierte HTML5-Applikation, sollte in jedem modernen Browser laufen. Und dieses Programm erlaubt es, fast beliebige OSM-Daten meistens in Sekunden zuzugreifen. Was es dabei macht, ist die Daten, die man vorher gefiltert hat, grafisch darzustellen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, der das macht. Aber außerdem kann man damit auch auf die OSM-Daten zugreifen und die OSM-Daten in andere Geoformate exportieren. Das ist relativ wichtig, weil die meisten traditionellen GIS-Programme oder Programme, die mit Geodaten arbeiten, nicht das OSM-Format verwenden. Das OSM-Format ist ein bisschen speziell, weil es eben nicht nur Geometrien darstellt, sondern auch Beziehungen zwischen Geometrien. Zum Beispiel kann man in OSM sagen, zwischen dieser Straße und der anderen Straße darf man nicht abbiegen. Und das ist ja eigentlich keine richtige Geometrie, sondern eine Beziehung. Aber dank Europass Turbo kann man das auch dann, die OSM-Daten auch exportieren und dann weiterverarbeiten. Okay, ich würde sagen, wir kommen gleich zu einer kurzen Demo. Europass Turbo ist schon geöffnet. Und die Oberfläche, kurz ein bisschen besser. So, es hat sich im Grunde dreigeteilt da. Ganz oben hat man eine Menüleiste mit verschiedenen Werkzeugen. Rechts eine Karte, wo dann später die Ergebnisse der Abfragen angezeigt werden. Und links sieht man die Abfrage, die in der vorher erwähnten speziellen Abfragesprache formuliert wird, die sich auf die Europass-API bezieht. Und glücklicherweise muss man diese Abfragesprache nicht erst lernen, sondern kann sich auf einen sogenannten Query Wizard berufen. Der macht es einfach, die Queries zu erstellen, ohne jetzt diese Sprache auswendig lernen zu müssen. Deswegen können wir diesen Bereich jetzt kurz klicken und wir arbeiten nur mal mit dem Abfragenassistenten. Aber vorher zoome ich mal ein bisschen rein, so, in der Stadt. Und was mich jetzt interessiert, sind Restaurants. Das heißt, ich gebe hier euer Restaurant ein, klicke auf Abfrage erstellen und ausführen. Das dauert noch 1-2-3 Sekunden. Ja, nicht mehr. Ja, so. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich kann die Punkte anklicken, bekomme alle Informationen, die in OpenStreetMap dazu eingetragen sind, angezeigt. Auch die Koordinaten. Und ja, habe den ganzen Überblick über die Sachen. Natürlich, wenn ich rauszoome, sehe ich jetzt, dass die Daten nur für den jeweils aktuellen Kartenausschnitt geladen wurden. Was ich aber auch machen kann, ist, ihren Abfrageassistent Restaurants in Graz einzugeben. Ups. In Graz. Normalerweise ist das schneller.
So. Jetzt haben sie alle in ganz weiß. Oder beispielsweise könnte ich auch die Suche noch weiter einschränken, indem ich jetzt nur italienische Restaurants suche. Und dazu verändere ich diese Abfrage, indem ich nach Restaurants suche und wo solche die Cuisine gleich Italien als Tag haben. Das ist ein OpenStreetMap-Tag, das dann angibt, dass die italienische Küche dort im Restaurant angeboten wird. Und entsprechend habe ich jetzt weniger Ergebnisse. Aber genau die ich wollte. Für die entsprechenden Tags verweise ich auf das OpenStreetMap-Wiki. Dort wird alles aufgelistet. Das OpenStreetMap-Wiki befindet sich unter wiki.osm.org. Das soweit wir haben hier fertig. Also genau, exportieren kann man die Daten dann unter dem Export-Tool. Das Format, das ich jetzt für die meisten Anwendungen empfehlen würde, wäre GeoJSON. Das ist ein relativ modernes Format, aber ziemlich einfach aufgeteilt, um eben geografische Dinge von einer Anwendung zur nächsten zu transportieren. Die meisten GIS-Programme verstehen das mittlerweile auch. Oder für andere Anwendungen, zum Beispiel Google Earth, bietet sich dann KNL an. Okay, so weit, so gut. Okay, was kann man jetzt mit diesen Daten konkret anfangen? Natürlich ist es schon nicht schlecht, wenn man sie sich suchen kann und anzeigen, aber noch interessanter wird es, wenn man dann damit anfängt, Auswertungen zu machen oder die Daten mit anderen Datensätzen zu verknüpfen. Was ich jetzt zum Beispiel als Beispiel gemacht habe, ist mir die Fahrradparkplätze in Graz herausgesucht und dann eine Dichte anhand einer sogenannten Heatmap dargestellt. Ganz überraschend ist das Ergebnis nicht, dass man vor allem am Hauptbahnhof und in der Stadt sowie den Universitäten die größte Dichte findet. Aber auch am LKH sind einige vorhanden. Das nächste Beispiel zeigt die Trinkbrunnen. Wieder wird die Dichte angezeigt mit einer anderen Darstellungsmethode. Dazu muss ich sagen, dass ich diese beiden Beispiele auf Leaflet basierend erstellt habe. Leaflet ist eine JavaScript-Bibliothek, die es wirklich sehr einfach macht, solche Online-Karten, interaktive Online-Karten zu erstellen. Beim ersten Beispiel habe ich noch das Leaflet Heatmap-Plugin dazu verwendet. Und bei dem Beispiel hier sind diese hexagonalen Bereiche mit der JavaScript-Bibliothek D3. Die auch in JavaScript läuft, gemacht worden. Also die Beispiele finden wir unter diesen Links, die was angegeben sind, mit dem Source Code inklusive. Andere Benutzer haben OpenPath benutzt, um zum Beispiel eine solche Wappenkarte zu erstellen. Die Wappen selbst kommen aus dem Wikipedia-Umfeld, beziehungsweise speziell aus Wikidata. Und die Position der jeweiligen, wo die Wappen dann hingehören, kommt aus OpenStreetMap. Oder etwas abstrakter, man kann auch OSM verwenden, um ÖPNV-Diagramme zu erstellen, solche sogenannten Streckenplaner. Auch das läuft direkt über die Europass API ab. Kurz gesagt, die Kreativität ist gefragt. Der eigene Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt, wenn man einmal an die Daten angekommen ist. Man kann wirklich viel machen. Okay, ich bin eigentlich damit durch. Bin für Fragen zu haben. Super, danke.
Ich habe eine Frage, wenn sonst niemand hat. Für eine Visualisierung würde ich brauchen die Bezirksgrenzen von Graz aus SVG. Könnte man das auch über dieses API rausholen? Bezirksgrenzen auf jeden Fall. Dann würde ich vorschlagen, den Export auf GeoJSON zu machen. Auf GeoJSON. Und dann ein anderes Programm, ein Standard-GIS-Programm dann zu verwenden, um diese GeoJSON dann in SVG zu machen. Okay, also man kriegt die Grenzen an Polygon dann. Genau, die ganzen Polygone, genau. Also im Prinzip bekommt man alles, was im Globus-Silber vorhanden ist. Das reicht von Bäumen über Gebäude, Straßen, Ländergrenzen, Küstenlinien, Seen, ist wirklich viel dabei. Ja? Sehr abfragend, basieren dann alle auf einem, sage ich mal, vermutlich automatisierbaren Methode über die Bibliotheken. Oder wie genau haben Sie diese Daten abgefragt? Über die Webseite oder ist das in einem Anfragezeichen-Tool? Oder wie würde das passieren? Ich weiß nicht ganz genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also gezeigt wurde jetzt eben diese Webseite, wo man das abfragen kann. Aber angenommen, ich würde da irgendeine Geschäftsidee oder was auch immer hinstellen, eine Webseite. Ja. Das ja auch immer ziehen. Ach so, okay. Ja, dann. Im Prinzip ist es ja immer zweigeteilt, also die Web-Oberfläche, wenn man so etwas drüber greift auf die OPAS-API zu. Und wenn man jetzt ein Programm erstellen möchte oder damit wirklich dann mehr machen will, als jetzt nur interaktiv Daten abzufragen, kann man direkt auf die API, mit der API arbeiten. Das ist nicht mehr kompliziert als das jetzt, was ich gerade vorher gezeigt habe. Man schaltet nur den Mittelmann aus. Ach, das geht nicht. Hast du Code-Beispiele, die du zeigen könntest? Ja, ich kann jetzt das Beispiel von vorher nochmal zeigen. Zeig. Dieses zum Beispiel. Und hier oben rechts. Kommen wir zum Source Code. Genau. Im Prinzip ist es nur eine HTML-Seite mit, keine Ahnung, 25 Zeilen Code. Also der nimmt jetzt die exportierten GeoJSON-Daten, die sie dann hier vorher schon geladen, genau hier, Backpacking. Und was er mit diesen dann macht, ist, dass sie praktisch in ein bisschen umgewandelt werden von diesem GeoJSON-Format in einfach nur Punkte mit einem Z-Wert. Das sieht man hier, dass die Höhe so quasi als dritter Wert angegeben wird und für die Höhe verwende ich die Kapazität der jeweiligen des jeweiligen Parkplatzes, also wie viele Stellplätze dort sind. Und das Ganze wird dann in dieses Leaflet Heatlayer Plugin gespuckt und zum Schluss dann zur Karte hinzugefügt. Und das war's. Das zweite Beispiel ist ein bisschen aufwendiger. Mit diesen hexagonalen Terminen. Aber im Prinzip findet man online relativ viel so vorgefertigte Beispiele, die man dann anpassen kann an seine eigenen Bedürfnisse. Okay, die gibt es in der Wiki von OSI. Einiges ist auch im Wiki verlinkt, aber als Startpunkt möchte ich hier das Jazz auf diese Seite verlinken. Das ist praktisch die Kartendarstellungsbibliothek. Einige werden vielleicht Open Layers kennen. Leaflet ist ähnlich, aber ich finde es einfacher zu benutzen und nicht so. Ist vielleicht nicht so mächtig, aber man kommt schneller damit klar. Und dort gibt es einige Tutorials, die wirklich zum Beginn sehr interessant sind.
gibt es schon Anwendungen, die das irgendwie sinnvoll verwenden, wo man zum Beispiel Restaurants suchen kann oder so in Graz, die das irgendwie mit einer schönen Oberfläche haben? Oder ist das alles nur die auf die API zugreifen, oder ist das alles? Es gibt sicher welche Sachen. Ich kenne jetzt speziell keines, das jetzt Restaurants verwenden. Aber ein Kollege von mir hat mal eine App gemacht, wo man den x-beliebigen Bankomaten findet. Ja, wie war das URL noch gemacht von dieser Fahrradparkplatz? Das hier. Entschuldigung, ich meine das andere. Das zweite Beispiel. Das erste Beispiel. Also nicht das Hex, sondern das andere. Das ist im gleichen Repository drin. Hier. Okay. Nicht das erste und Hex, das hier. Okay. Ja, vielleicht noch eine Frage, wenn es jemand hat. Wenn ich die Bezirksgrenzen von Graz kriege, so leid, kriege ich zum Beispiel für ganz Europa die Ländergrenzen, die Staatsgrenzen, die Ländergrenzen, also wie tief geht das? Und kann ich dann das Ganze irgendwie auch bekommen? Natürlich bekommt man auch das Ganze, ja. Also es sind Ländergrenzen sowieso alle dabei in OpenStreetMap, Bezirksgrenzen, also Bezirksgrenzen auch, Städtegrenzen sowieso. Oft geht es sogar hinunter bis zu einzelnen Stadtteile. Okay. In Graz glaube ich schon, ja. In anderen Städten, je nachdem, ob es schon ab und zu nicht. Aber das könnte ich jetzt gleich mal probieren. Normalerweise müsste man hier jetzt im Europäischen Bereich nachschauen, wie das entsprechende Tag für die Bezirksgrenzen oder Stadtteilgrenzen sich nennt. Da gibt es von der ISO, glaube ich, so irgendwelche Terminologien, ne? Das würde ja auch heißen. Ja, leider ist es dann meistens so, dass für OpenStreetMap dann eine eigene Klassifikation dann ausgedacht wird. Gut. Aber ich glaube, man nennt das Boundary gleich in Administrative. Und hat man Level 10, wenn ich mich jetzt täusche. Ja. Ja, genau. Okay, das müssen wir jetzt abtippen. Aber man kann sich diese Sachen einfach aus dem OpenStreetMap-Wiki raussuchen und dann muss man nicht drauf los kontrollieren. Ja. Vielen Dank. Ist diese Overpass-API in irgendeiner Art und Weise auf die Menge der Zugriffe pro Zeit begrenzt? Oder? Ja. Es ist immer nur ein Zugriff pro IP zugleich möglich. Mhm. Wobei sie bisher falsch nacheinander ausgeführt werden. Und zusätzlich muss man zu jeder Query eine Zeit angeht, wie lange man erwartet, dass diese benötigt. Weil jetzt so Sachen auf Stadtebene gehen meistens innerhalb von 1-2 Sekunden durch. Aber wenn man jetzt eine Anfrage über einen ganzen Kontinent macht, dann dauert es in der Regel länger. Und wenn man dann, und dafür gibt man dann praktisch an, ich möchte ein bisschen mehr Zeit haben. Und wenn der Server aber überlastet ist und diese Zeit nicht mehr zur Verfügung hat, dann bekommt man einfach eine Rückmeldung, dass man sich später an diese Query ausführen soll. Genau. Muss man sich dafür irgendwie registrieren? Nein, das ist eine öffentliche API. Und wenn man wirklich viel damit machen möchte, dann kann man sich die API auch lokal installieren und dann auf seinen eigenen Server dann damit arbeiten. Geht auch. Okay. Genau, die Webseite API selbst ist europasalpha.de. Dort findet man auch Dokumentation und Source Code. Okay. Okay. Danke für eure Interesse.